Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind ja hier auf der Suche nach Barry, nach dem Barry! Unfall, oh Mann, den wir hatten. Es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz. Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Super. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hey! Hier unten bewegt sich was! Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel! Oh, ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al, alles okay! Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Du musst deinen eigenen Weg zur Frau finden, Al! Ich warte dort! Barry, wird übrigens noch warte auf mich, okay? Extrem lustig auf der Farm. Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Was jetzt gehört nicht? Mach dir keine Sorgen, hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Ja, ich wollte das da runterschubsen. So, gehen wir weiter. Das wird ungeil hier. Würde ich mal. Es war. Ja, ich weiß. Ungemütliche Möbelstücke. Möbelstücke, ja. Aber ich würde mich trotzdem noch umgucken. Nichts verpassen. Das ist wirklich ungesund, was ich hier tue. Ist es vernünftiger, hier lang zu gehen, oder? Welcher Weg ist sinnvoller? Karten krochen über das Tor. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. Hä? Glaube ich, gehe ich doch nach der Aktion doch mal zurück in die Höhle gucken. Scheint mir doch irgendwas Wichtiges zu sein. Die Kamera schon, oder? Ne? Ich hoffe, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampe. Ja, ich weiß, dass der da oben ist. Das kriegen wir ja auch hin. Immer keine Panik. Mein Freund. An dem Gelump hier vorbei, da ist die Standlampe. Alter, ey, was da aussah, dass es fatal ist. Halt. Okay, ist auch eine Seite. Schon erwähnt in diesem Part, dass mich die Kamera schon wieder die ganze Zeit rollt. Eine Frechheit. Ah, da ging's weiter. Also beim Marathon würde nichts mit dir, Ellen. Da ist der Generator. Haben wir sonst noch was Interessantes hier? Ne. Aber. Der Tor geht längst auf.
Das ist für mich zu dunkel, da gehen wir lieber nicht weiter. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind eine Lampe. Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Meine Taschenlampe brennt, weil ich lieb dich in den Himmel. Ja, sorry. Es tut mir leid. Gib's zu. Jetzt haben wir nicht die Waffen dabei. Super. Das heißt rennen. Mist. Penners. Hallo. Oh, ich kam auch nicht weg. Ich komme hier gerade nicht weg. Bitte, was machst denn du? Lass doch diese Scheiße. Mann, ey, verdammte Axt. Pennasse. Oh. Alter. Ich kam da wirklich irgendwie 10 Sekunden von dem Scheißgenerator nicht weg. Ein Auto entfernte sich von der Farm. Ungeil. Und war in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder ohne nachzudenken einen Vorstoß wagte. Ellen, du bist auch nicht gerade der, der hier am cleversten agiert. Jo, können wir machen, ne? Es wäre aber schön, wenn du es machen würdest. Danke. Noch mal Batterien. Was sonst hier noch irgendwas Interessantes? Sieht mir nicht so aus. Na dann weiter. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Gleich wieder um mein Leben rennen darf. Ich versuche, jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Ich hatte das Licht schon einmal kurz gesehen. Es war mir im Traum erschienen. Es war ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Ach, verdammt mich. Ey, was soll ich denn? Ah! Ungeil. Ungeil. Ich hab mich wieder verwirren lassen. Ach! Dass man sich sieht, ob das eine Seite ist oder. Verdammte Bärenfalle. Au. Muss die Echse nämlich zurückschmeißen, nee. So. Jetzt ist hier mal Ruhe im Puff. Schrott finde, sehr geil. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. Wie kommt mir die Stimme gerade echt leiser vor? Ich muss mal kurz was gucken. Oh, die Lautstärke ist auch voll. Hm. Da ist ein Thermoskanne. Mal sehen, ob ich an die rankomme.
unter der Raff irgendwie. Das ist sehr hakelig. Sehr, sehr hakelig. Aber es geht. So Trauer machen. Ja, so ein bisschen. Wäre fast hier wieder runtergeflogen, ist super. Läuft. Ach, das scheint dann wohl der reguläre Weg zu sein hier. Ah ja. Reicht's mir mit euch Jungs? Bloß, dass ihr es wisst. Lassen wir hier nicht zu. Nicht hier stressen. Ist nicht drin. Hinea. Läuft so nicht, Jungs. Das könnte Effekt. Aua. Essen. Huh. Ach, das war schon mal ganz schön knipplig. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Ja, dann schauen wir doch mal. Hallo? Ist hier jemand? Barry! Nicht! Danny! Du bist nicht da! Bitte! Was? Was machst du? Was? Nicht! Es tut mir leid! Hat wohl irgendein Besessener, der irgendeinen noch Lebenden erwischt. Mal schauen. Ich war wieder bei der Farm wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Na gut. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist.
Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin wie jeder andere Akteur an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Ja, hat die abgelaufen bei dem Ding? Okay. Na gut, was auch abgelaufen ist, ist der Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Werden wir weiter auf dem Weg zur Farm und auf der Suche nach Barry. Und, ja, begeben werden. Genau. Einen Satz nicht auf die Reihe gekriegt. Egal. Macht's gut. Ciao.